Moin moin Leute, der David hier. Heute nach langer Pause mal wieder ein neues Video. Also ihr seht an meinem Scansion-Level im Vergleich zu meinem letzten Video, dass ich nicht ganz untätig war. Allerdings hatte ich eine kleine Problematik mit meinen Daumen-Pfann-Gelenken, sodass ich nicht mehr wirklich gut spielen konnte. Also wirklich richtig Probleme hatte, meine Hände zu bewegen. Und das ging jetzt leider ziemlich lange. Ich muss jetzt auch immer Schienen tragen, aber ich habe dann überlegt, okay, so richtig schnelle Kommis, wo man 4 Micron so braucht, das ist es wahrscheinlich jetzt gerade erstmal nicht, bis meinen Händen es wieder ein bisschen besser geht. Deswegen hatte ich dann so ein bisschen rumgeguckt und habe dann halt auch angefangen, halt Stukov wieder zu leveln. Stukov ist ja der Commander mit dem niedrigsten erforderlichen APM. Und das hat sich auch eigentlich nicht groß geändert. Man kann mit Cobras schon ein bisschen aktiver sein, ja, aber alles andere ist im Endeffekt sehr, sehr einfaches Makro mit minimalem Micro. Stukov zu leveln ist tatsächlich brutal die Seuche, hat auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ihr seht hier, dass ich jetzt Herr der Horde aktiviert habe. Um dieses Prestige ging es mir von Beginn an. Ich möchte aber vorher, ich habe ja mal so einen längeren Stukov-Guide gemacht, der ist natürlich nicht mehr ganz up-to-date. Die verseuchten Space Marines und so kosten jetzt nicht mehr 25, sondern 15. Die Bunker kosten nicht mehr 4 Supply, sondern 6 Supply und 100 Minereien mehr und all so ein Kram. Stukov hat ja über die gesamte Zeit, die er jetzt schon da ist, eigentlich fast nur Nerfs bekommen. Er war da, er war der stärkste Kommi, es fühlte sich nicht so an. Das war das Interessante bei Stukov, dadurch, dass man halt eben kaum sieht, was seine eigene Armee macht, fühlte sich Stukov irgendwie immer schwach an, war er nie. Er war halt der Gott auf Mutation, er war der Gott im alltäglichen Play. Dann fing Blizzard an, Stukov in die Schranken weisen zu wollen, indem man bei Mutation zum Beispiel diese Changelings da eingebaut hat, also dass man, ne, dass Stukovs Armee halt ziemlich böse gegen einen snowballt, wenn man auf Zombies setzt. Dann hat man Maps gebracht, die gar nicht für Stukov gedacht waren, also wo der Schleim einfach der Map nicht hinterhergekommen ist. Und allen möglichen Kram gemacht, damit Stukovs Leben ein bisschen schwieriger wird. Das hat denen aber immer noch nicht gereicht. Und dann war halt auch das Forum nicht gerade hilfreich. Die Leute wollten halt unbedingt Stukov Mech spielen. Ich habe mich damals unfassbar darüber aufgeregt, weil Stukov Mech war für mich meiner Meinung nach überhaupt nicht erforderlich. Wir hatten mit Rainer einen, der gut auf Mech gespielt werden kann. Besser auf Bio, aber Mech ist definitiv eine gute Option. Und wir hatten Sworn. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt haben wir sowas wie einen Terran. Ich weiß, Stukov wird als Zerg angezeigt, aber seine Gebäude und alles sind Terran. Seine Einheiten sind auch Terran, bis auf die Zombies. Und die Overlords, okay, und die Queen. Aber der Großteil ist halt irgendwie terranisch. Er fühlt sich halt auch nicht wirklich zergig an. Er fühlt sich aber auch nicht wirklich Terraner an. So, und ich wollte halt einfach nicht den nächsten Mech-Kommi haben. Warum schon wieder Copy-Pasten? Warum schon wieder eine langsame Armee? Aber das Forum war sich da total einig und Blizzard ist leider damals auf das Forum mit aufgesprungen und hat gesagt, okay, dann machen wir das. Wir machen mal gepflegt einen auf Stukov Mech-Kommi. Das heißt, wir nerven erstmal heftig seine Bunker und Zombies. Das hat man dann auch gemacht. Man hat aber die Mechs nicht gebufft. Und dann hat man die Mechs irgendwann gebufft. Ja, und dann war Stukov halt überhaupt nicht mehr interessant für mich. Viel zu langsam. 6 Supply auf dem Bunker und 400 Minereien fand ich viel zu krass. Man war einfach nicht mehr schnell genug. Und dann Sachen, die Bunker konnten oder die Einheiten konnten, hat man gesagt, na, das war ein Bug, das wollten wir gar nicht so und hat es einfach rausgenommen. Ne? Da hat man es dann nicht als Nerf bezeichnet, sondern man hat dann halt einfach Stukov-Einheiten weiter und weiter und weiter geschwächt. Das war super, super lästig die Zeit, gerade für Leute, die gerne Stukov gespielt haben. Dann kam die Prestige, habe ich ja verpennt, ich war ja ewig nicht aktiv. Und Stukov Prestige 3 war schon eins der Prestige, die mich interessieren, vor allem für Mutationen. Weil in Mutationen, wo es wirklich darum geht, dass Einheiten einfach sterben und ihr nichts dagegen tun könnt, also wo es um Disposable, also um Wegwerfeinheiten geht, ist Stukov schon immer genial gewesen. Und das dachte ich mir, könnte ich halt vielleicht auch wieder mit P3 erreichen und ich brauche nicht so viel Aktivität in meinen Händen. Das ist einfach so. Die Prestige von Stukov, ich werde euch 1 und 2 auch nicht groß zeigen. Verseuchter Admiral, klar, Vanilla und dann haben wir halt den Seuchenmechaniker und den Schwarmaufseher. Der Seuchenmechaniker ist wahrscheinlich das stärkste Prestige. Eure Kampfeinheiten, mechanische Einheiten kosten 30% weniger, 200% schnellere Munitionsaufladung für die Tanks und das Koloniegebäude ist nicht da. Fabrik und Raumhafen, das ist wahrscheinlich das Entscheidendste, plus die Kostenreduktion, haben keine Tech-Voraussetzung, das heißt, ihr könnt direkt mit der Fabrik anfangen und ihr könnt halt direkt starten mit der Produktion von Cobras. Ich finde es unglaublich kacke, dass das Koloniegebäude nicht da ist, weil das ist Stukovs Identität. Zombies, Horde, die Masse. Und das nehme ich mir jetzt endgültig. Na klar, ich kann Kasernen spielen, klar, ich kann auch Wache vor Bunker spielen. Aber ich habe halt diese wahnsinnig vielen Zombies, die ich halt im regelmäßigen Turnus dann kriege, nicht.
Ich habe dadurch natürlich auch eine Menge weniger Upgrades, die ich ziehen muss, aber ja, ich muss mich dann halt quasi auf meine Einheiten konzentrieren und muss produzieren und verliere eigentlich das, was Zukauf auszeichnet, nämlich dieses Gebäude und die Masse, die daraus entsteht. Gefällt mir aufgrund dessen halt überhaupt nicht. Und wie ich auch schon erklärt habe, ich mag es nicht, dass man Zukauf zu einem Kombi gemacht hat wie jeden anderen. Ich mochte seinen Bunker-Style. Ich finde, es war eine Designschwäche. Also der Zukauf war unglaublich schlecht designt, einfach vom Balancing her, weil für 300 Minereien bekomme ich für 4 Supply, also damals den Bunker, bekomme ich 6 Supply an Einheiten plus einen Bunker, der weiter Einheiten produziert, also der über den Verlauf des Spiels unglaublich viel Supply generiert und das Ganze halt für gerade mal 4 Supply. Also Kosteneffizienz geht gar nicht besser. Wenn ich auf Bunkern ausgemaxt habe und dann einfach, wenn die Bunker voll waren, gesagt habe, so okay, jetzt entleere ich sie komplett, hatte ich halt 50% mehr Supply, als ich haben dürfte. Plus das, was ich halt aus meinem Koloniegebäude bekomme. Also vollkommen kranker Scheiß. Klar, war schlecht designt, auch dass die Bunker halt ein unglaublich gutes Stack Defense dargestellt haben, aber es war halt so und man hätte es vielleicht ein bisschen anders designen können, man hätte die Bunker zu Bunker werden lassen können, die man selber laden muss, die sich also nicht selber permanent Einheiten generieren und man hätte vielleicht mehr aus dem Koloniegebäude machen müssen, dass das Koloniegebäude halt auch Anti-Sky, also Anti-Lufteinheiten produziert, normale Marines oder so ein Kram, aber das hat man halt nicht. Als zweites Prestige der Schwarmaufseher. Banshees können jetzt 16 Verseuchte transportieren wie ein Medivac und dafür haben die Zivilisten 30% weniger Lebenszeit. Das sind die, die aus dem Koloniegebäude entstehen. Das ist ein Prestige, was irgendwie nice to have ist, aber eigentlich ist das Micro nicht das wert, was man hier tun will. Man kann damit irgendwie ganz coole Strategien machen, dass man halt irgendwo rumfliegt und von hinten welche drauf wirft und sowas. Ja, aber der Burner ist es einfach nicht. Ne, das ist so. Ich finde es nicht wirklich gut. Das ist ein Prestige, das braucht halt keiner. Ne, so ein Prestige. Dann haben wir Herr der Horde. Und das war das Prestige, was ich von Beginn an haben wollte, weil mich das am meisten, weil ich finde, das spiegelt am besten Stukovs Identität wieder. Kurz trinken. Verseuchte Bunker erschaffen, verseuchte Soldaten 200% schneller. Verseuchte Bunker können keine Einheiten mehr aufnehmen. Also eure Bunker sind jetzt keine Static Defense mehr, eure Bunker sind jetzt quasi Spammer. Die spammen einfach die Einheiten. Und das ist irgendwie auch ganz cool. Jetzt habe ich wieder richtig, richtig viele Zombies auf der Map. Es fühlt sich ein bisschen wieder an wie der alte Stukov. Das Einzige, wo es sich halt nicht so anfühlt, ist einfach im Early Game. Stukov ist kein schneller Kommi. Ihr habt sehr, sehr gute Calldowns in Form von Apokalypse und der Alexander, um das halt zu überbrücken, diese Zeit. Und dann habt ihr irgendwann die Bunker, dann habt ihr irgendwann die Upgrades auf dem Koloniegebäude so hoch, dass ihr die meisten Sachen clean könnt. Das ist auch in Ordnung so. Aber es geht im Großen und Ganzen. Ich finde es, wie gesagt, es ist ein gutes Prestige irgendwie. Es erinnert wieder sehr stark an den alten Stukov, aber dadurch, dass die Static Defense auch fehlt, habt ihr halt zum Beispiel auf Nacht des Grauens da schon so eure Probleme. Da müsst ihr jetzt halt ganz anders spielen als früher und eure Bunker kosten halt nach wie vor 400 Mineralien und 6 Supply. Und gerade diese Supply-Erhöhung, die ist echt frech fies. Ja, weil dadurch muss ich halt viel, viel mehr Overlords produzieren. Das heißt, man hat die Kosten doppelt erhöht. Man hat sie einmal direkt erhöht, indem man von 300 auf 400 gegangen ist. Und dann hat man halt einfach die Supply erhöht, was bedeutet, ich muss viel früher viel mehr Overlords bauen. Und das ist ja dann auch, jeder Overlord kostet 100 Mineralien. Ne? Ist einfach nicht so prickelnd. Zu den Masteries, die ich dann halt in diesem Fall gewählt habe, Chance, dass explosive Verseuchte erschaffen werden, gegenüber Ablenkzeit der Gebäudeverseuchung. Ich finde, das ist irgendwie war das noch nie eine Diskussion, aber ich finde die Ablenkzeit der Gebäudeverseuchung tatsächlich ganz gut, weil 45 Sekunden runterzunehmen ist schon nicht wenig. Und die Gebäudeverseuchung ist schon ziemlich, ziemlich stark, wenn man sie erstmal geupgradet hat, ne, aus dem Hauptgebäude, aus dem Command Center. Dann ist das schon eine verdammt starke Fähigkeit und damit kriegt man Bases halt auch ziemlich gut gecleant. Allerdings die Chance, dass explosive Verseuchte erschaffen werden, ist auch sehr, sehr geil, weil es nämlich halt auch eure Alexander betrifft. Die spawnt ja auch Zivilisten und die kann halt auch Verseuchte spawnen. Und das ist natürlich auch wieder ziemlich gut, dann je weiter ihr upgradet, desto mehr Einheiten ihr habt, desto mehr Verseuchte Explosive habt ihr und die sind schon ziemlich gut. Also ne, die gerade so gegen Zergs, Zergkoms und sowas, ne, das sind dann halt Bärslinge. Und Bärslinge waren ja noch nie schlecht, also Jumper-Bärslinge. Beim zweiten Fähigkeitsgruppe 2, Ablenkzeit der Alexander oder Ablenkzeit des Apokalypsen. Ihr bekommt 90 Sekunden auf den Apokalypsen. Ihr könnt den wahnsinnig gut spammen. Das ist eine sehr, sehr starke Einheit, der euch unglaublich dabei hilft, in den ersten Minuten bis Minute 11, 12 die Waves halt auch echt zu clean, wenn euer Mitstreiter pennt oder nicht gut genug ist. Dann könnt ihr damit echt eine Menge machen. Apokalypsen ist einfach eine geniale Einheit. Alexander ist großartig. Allerdings ist die Alexander halt nicht, finde ich persönlich, nicht so wichtig, so oft zu haben wie den Apokalypsen. Dann
klar, wenn man Prestige 3 spielt, dann Dauer der verseuchten Infanterie. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Angriffsgeschwindigkeit, mechanische Einheiten, tja, welche mechanischen Einheiten? Prestige 1 würde sich ganz anders aufteilen. Aber Angriffsgeschwindigkeit, mechanische Einheiten brauche ich hier in diesem Fall gar nicht, weil was spiele ich maximal mal? Ein paar Tanks, das seht ihr jetzt auch gleich in dem Replay, den ich zeige, weil ich bin nicht so fit heute wieder. Der Replay ist von heute Morgen und dann habe ich halt schon gemerkt nach 2 Runden, dass es den Händen nicht so gut tut, hier die ganze Zeit zu spielen. Deswegen, also Dauer der verseuchten Infanterie und Angriffsgeschwindigkeit, mechanische Einheiten, easy pick, weil Dauer der verseuchten Infanterie bei P3 natürlich unglaublich, unglaublich gut. Ja. Die Strategie bei Stukov ist einfach. Hier hatte ich einen Alarak-Mitschreiter, der auch gar nicht schlecht war. Alarak P3 mit Stukov P3 in Kombo. Ich muss mal ein bisschen leiser machen, sonst kriegen wir gleich wieder Probleme, dass ihr mich nicht versteht. Also Transsassurische Eisenbahn, super Map, gerade für solche Strategien. Oh, da müssen wir mal auf den anderen gehen. Da sehen wir mich. Stukov ist ja ein Kombi, der nicht super, super turbo hat. Hier verkürze ich schon mal so ein bisschen die Distanz zu den ich habe leider die untere Base, was für Stukov nicht so geil ist, weil man halt lange laufen muss, also sehr lange laufen muss. Das ist nicht so prickelnd, aber im Großen und Ganzen in Ordnung. Wir müssen jetzt also, ich muss mal ganz kurz was schauen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Sound ein bisschen verhunzt ist. Gehen wir mal hier runter. Es ist nicht so wichtig, dass ihr das Spiel halt hört. So. Genau, jetzt haben wir es ein bisschen runter reduziert. Bei Stukov ist es so, ihr macht erstmal nur Makro-Gaming. Ne? Ihr versucht natürlich, eure Second Base nicht zu spät zu kriegen, weil die Second Base auch die Schleimproduktion erhöht. Also je mehr Bases ihr habt, desto schneller verteilt sich ja dann auch der Schleim. Das wollt ihr natürlich auch. Ihr braucht jetzt erstmal einen Overlord, dann baut ihr halt weiter aus. Und hier seht ihr halt schon so ein bisschen eine Erinnerung zu meinen früheren Spielen. Ich hole mir jetzt erstmal Gase, ne? Weil ich jetzt halt auch ein bisschen anders upgrade. Ich habe nicht mehr diese günstigen Superbunker. Normalerweise habe ich halt am Anfang des Spiels 1, 2, 3 Bunker gebaut. Und dann habe ich aus denen halt eine Menge gemacht. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr, weil die Bunker einfach zu teuer sind, auch supply-technisch. Das würde mich viel zu weit zurückwerfen. Hier ist ganz cool, dass mein Mitschreiter mit der starken Gebäudeüberladung spielt und mir halt hilft bei meinen Rocks. Dadurch kann ich gleich mein Command Center direkt auf Position bauen. Das ist großartig, weil die Zombies nämlich von hier unten bis nach da oben unglaublich lange laufen. Und dann nicht mehr wirklich viel Lebenszeit haben. Weil da auch noch kein Schleim ist. Das ist halt extrem ätzend. Genau, bleiben wir mal ganz kurz hier. Also mein WBF fährt da jetzt hoch. Ihr seht halt hier, dass er das gecleant hat. Das ist eine ganz gute Nummer. Hilft mir persönlich natürlich immens. Ohne Frage. So. Jetzt können wir ziemlich schnell beide tatsächlich expandieren, was auch echt hilft. Ne? Jetzt bedanke ich mich natürlich dafür, er hätte auch mit seiner Sonde rüberfahren können. Ich glaube nicht unbedingt, dass es Absicht war, ich glaube, er hätte ganz gerne schon seine Gasrocks genommen, aber da hat er den Pile ein bisschen falsch gebaut. Genau, jetzt setzen wir halt weiter und wir setzen halt auch schon aufs Kolonistengebäude. Da ziehen wir unser erstes Upgrade. Das ist jetzt auch gleich durch. Das Upgrade, was wir jetzt gezogen haben im Kolonistengebäude, war das Jumper-Upgrade. Ne, das können wir uns gleich auch angucken, wenn die Einheiten soweit kommen. Weil das Jumper-Upgrade hilft uns halt zu connecten. Die Zombies sind unglaublich langsam und das ist ein Upgrade, was euch dabei hilft, dass eure ersten Zombies halt tatsächlich auch was tun können. Sie sind in der Anzahl noch nicht besonders hoch, sie sind halt auch noch nicht besonders stark. Warum? Ah, okay. Irgendwie war das gerade so ein bisschen bei uns. So, jetzt haben wir den verseuchten Kolonisten und dann sehen wir halt hier das Upgrade. Erhöhte Sprungkraft. Es ermöglicht den verseuchten Zivilisten, schnell zu einer feindlichen Bodeneinheit in der Nähe zu springen. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Weil die kleine Truppe, die ihr jetzt gerade mal habt, wenn man jetzt hier guckt, das ist ja alles, was ich habe, es sind gerade mal 8 Stück. Diese 8 haben wir auch, enthalten auch schon mal einen Verseuchten, was schon mal ganz cool ist. Die machen ja wahnsinnigen Damage. So, diese 8, die kommen jetzt hier ganz langsam an. Jetzt seht ihr hier, jetzt kommt endlich der Schleim. Super Nummer, weil diese beiden Schleime connecten gleich und dann verbreiten die sich halt weiter. Ne? Dieser Creep ist halt unglaublich wichtig. So, hier kommen die Einheiten. Ich hatte kurz den F1-Pisier, damit er dort mal hinlegen wollen. Dann habe ich halt gesehen, dass mein Mitschreiter halt da ist und halt hier auch mit dem Mutterschiff natürlich ein unglaublich gutes Early Game hat. Wir haben jetzt eine Kaserne, wir haben halt auch hier, wir bauen diese beiden, weil wir ziehen jetzt hier, wo ist es denn, da oben? Das muss man so ein bisschen mal verlegen, ne? Die meisten lassen es halt die ganze Zeit stehen, das ist ein Fehler. Jetzt ziehen wir halt erstmal, erhalten zusätzlich 500 Trefferpunkte und schaffen 8 weitere verseuchte Zivilisten, gleichzeitig insgesamt 16. So.
Aufgabe ist es, ihn zu zerstören. Das heißt, es bekommt 1500 Trefferpunkte, also geht dann auf 1500 Trefferpunkte hoch und er schafft weitere 8, sodass wir halt 16 haben. 16, doppelt so viel, ne? Das ist natürlich eine geile Nummer. So. Jetzt haben wir hier schon so ein paar, ihr seht auch hier, das sind jetzt 16, also 15, einer hat sich ja selbst in Luft gejagt. Jetzt sind halt die ersten 8 gestorben. Jetzt kommen aber hier schon wieder welche und jetzt habe ich ja zum Beispiel 2 Verseuchte drin. Die sind ziemlich cool, ne, wenn wir die jetzt mal so begleiten. Also deswegen nimmt man das. Diese 15% klingt nicht viel, ist es aber tatsächlich. Man kann halt hier auch mit dem Apo arbeiten. Jetzt jumpen die. Dann wäre der jetzt zum Beispiel kein Jumper gewesen, hätte er die Problematik gehabt, dass er gar nicht connected hätte. Er wäre vorher gekinkt worden. So, das kriegen wir natürlich easy peasy kaputt. Das ist Alaraks Ding, ne? Absolut, da brauchen wir nicht drüber reden. So, weiter saturaten und gut ist. Upgrade ziehen. Wir ziehen jetzt erstmal nur ewig Upgrade, saturaten, weiter und weiter und weiter, weil wir halt sehr, sehr viele Minereien braucht. Ihr seht, dass ich auch nicht wirklich reich bin. Also die ersten Minuten des Spiels bin ich einfach ganz, ganz schnumpf pleite. Die Verseuchung tut nichts, weil hier tatsächlich nichts landet. Das ist halt so ein Reflex gewesen, ne? Weil normalerweise hatten meine Mitschreiter zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt fliegende Einheiten. Ein bisschen verpeilt, dass mein Mitschreiter Alarak P3 ist. Das Entscheidende ist, wir spielen jetzt gegen Terrans. Gegen Terraner bedeutet das, wir kriegen auf jeden Fall Ghosts. Das große Problem ist, normalerweise habt ihr kein Problem mit Ghosts, mit dem normalen Stuka, weil ihr setzt einen Bunker und einen Detektorturm. Das können wir in dem Fall jetzt nicht, weil unsere Bunker sind leer. Das heißt, alle 8 Sekunden kommt eine Einheit. Das heißt, ich habe jetzt hier einen etwas anderen Weg gewählt. Ne, hier die Alexander, einfach nur um Druck zu machen. Jetzt hatte ich eigentlich vor, sie nach unten fliegen zu lassen, sie verkeilt sich aber gleich und ich merke es zu spät. Weil man mit Stuka viel in seiner Base ist, also man kriegt gar nicht unbedingt alles mit. So, warum ziehe ich hier auch wieder ein Tech Lab? Weil da ein Upgrade drin ist, was meine explosiven Zivilisten halt, ja, verstärkt. So, ein Bunker, das ist nicht dolle. Aber wir nähern uns in 10 Minuten und so bei 11 Minuten kommen die ersten Ghosts. Ihr seht jetzt schon, ah, okay, 2 Bunker. Und ein Detektorturm. Easy peasy, ne? 2 Bunker erhöht halt die Anzahl. Hier verkeilt er sich, jetzt versuche ich den noch rauszukriegen. Bin aber zu spät dran, hab's halt viel zu spät gemerkt. Ich wollte, dass er nach unten fährt und auf dem Weg ein bisschen Damage macht. Habe ich verpeilt. So, meine kleinen Bunker fangen jetzt also an, Einheiten zu produzieren. Ich muss mein Koloniegebäude bei Gelegenheit mal umsetzen. Das mache ich jetzt auch gleich, weil es halt einfach zu weit oben steht. Und wenn jetzt auch viele von unten kommt, sind die Laufwege einfach zu lang. Hier sind wir so halb ausgesettelt, aber noch nicht so richtig dolle. Und hier mein Mitschreiter natürlich wahnsinnig stark, aber ich kriege jetzt halt auch immer mehr Kolonisten. So, Upgrades habe ich soweit, wenn man sich jetzt meine kleinen Boys anguckt. Die haben jetzt eigentlich die wichtigsten Upgrades. Einmal den Dot Damage, sie fügen 50 Schaden über 15 Sekunden zu und halt die plus 1 Angriffsreichweite. Das hilft schon, dass sie auch früher connecten. So, der Zug ist auch easy peasy kaputt. Und dann können wir halt auch weitermachen. Ihr seht jetzt hier die nächste Defense Line, aber das ist mit den Bunkern so ein Risiko, weil der kann halt vorbeilaufen, der Ghost. Ne? Deswegen setze ich da jetzt gleich noch was dazu. Ich ziehe jetzt erstmal ein Upgrade für Tanks. Können wir mal hier machen, zack. Jetzt ziehe ich hier das erste Upgrade. Ne? Fügen gepanzerten Einheiten Gebäuden in beiden Modi zusätzlich 15 Schaden zu. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So, das wollen wir halt auch beibehalten. Dann haben wir das hier. Und jetzt setzen wir halt die beiden Tanks. So, und die werden halt einfach nur, die werden einfach nur unterstützen. Mehr sollen die gar nicht machen. Die sollen also hier hin. Und oben muss ich natürlich auch noch einbauen. Weil wir nähern uns jetzt der Ghost-Zeit. Aber dafür kann ich mir auch erstmal den Apokalypsen noch ein bisschen fertig halten. Was man halt immer kaum sieht, ist, was die Einheiten eigentlich gerade tatsächlich tun. Also hier wurde jetzt eine Wave gecleant, ohne dass ich das gesehen habe. Ja, also Stukov, der wird immer so unterschätzt, aber Stukovs Zombies machen eine Menge. Es fühlt sich nur nicht unglaublich mächtig an, weil man halt nicht diesen fetten Bums sieht, sondern ja, die überwältigen halt irgendwie alles so nach und nach. So, jetzt habe ich hier nochmal einen Tank gebaut und kann jetzt hier erstmal nur einen Bunker bauen, wegen den hohen Supply-Kosten, mit einem Detektorturm dazu und dann ist auch erstmal wieder gut. So, jetzt muss ich meine Zombies bei Gelegenheit auch mal umlegen. Ne? Da habe ich gerade so ein bisschen zu lange den Psyamitter halt rumliegen lassen. Ich ziehe jetzt weiter Upgrades. Ne? Das ist klar.
Wir wollen natürlich 3-3 Zombies haben. Ihr müsst jetzt hier nicht unbedingt die Bunker-Upgrades ziehen. Die haben hier überhaupt gar keine Priorität, weil eure Bunker eigentlich nie wirklich im Kampf sein sollten. Dann sind die nämlich einfach ratzfatz tot. Ihr könnt das später ziehen, weil ihr habt sowohl das Gas wie auch die Mineralien. So, jetzt haben wir unsere Line. Das heißt, ein Tank, der halt dauerhaften Damage machen kann, der also nicht so abhängig ist wie die Bunker. Ein Bunker und dann ist gut. So, ihr seht schon hier Zombies, überall Zombies. Was wir noch brauchen, ist Detection. So, mein Mitschreiter hat Detection. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht unglaublich mit beeilen müssen. Ich hätte ja jederzeit halt Overseers ziehen können. Das ist jetzt nicht so unglaublich wichtig. So, in diesem Fall ist es nicht unglaublich wichtig. Und jetzt holen wir uns halt den Bonuszug. Der kommt recht weit, weil der hat recht viele Lebenspunkte und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht so unglaublich viele Zombies. Und wenn ich dann halt auch meine verseuchten Zivilisten nicht habe in dem Moment, ist das recht wenig, was ich hier damage-technisch mache. Also jetzt werden nach und nach immer weiter Bunker dazugesetzt. Weil jetzt kommen wir in so eine Spielphase, also bei Minute 18 sind die meisten Kombis ja dann endgültig ausgemaxt und auf Max Power. Das ist bei Stukov nicht großartig anders. So, jetzt habt ihr gesehen, dass halt hier mein Tank schießt. Der Tank hat eine Reichweite von 18. Das ist richtig krass. So. Ne, da oben ist der Tank und hier hat er gerade einen Verseuchten hingeschmissen. Das ist übertrieben gut. Und die profitieren natürlich auch alle von den Upgrades, die ihr halt aus eurem Kolonistengebäude habt. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass sie Brütlinge hinterlassen. Sehr, sehr geil. So. Ja. Mit meiner Lieblingsstrategie oder das, was ich halt am besten finde, wenn es um Detection geht, sind nicht Overseers, weil ihr habt alles nur auf dem Boden. Das heißt, ihr habt immer die Problematik, dass ihr, jetzt seht ihr das hier, ne? Ich habe den Punkt einfach mal da gelassen und das sind jetzt so die, ich habe noch nicht viele Bunker, wenn man jetzt, sehen wir wahrscheinlich nicht, ne? Wenn wir auf euer Gebäude gehen, ich sehe es gerade nicht da, so, sehen wir, wie viele Bunker wir haben? 7. Aber es ist eine Menge unterwegs auf der Map schon, ne? Aus 7 Bunkern. So, Alarak hat nicht so viel Support hier von Supplicants. Das heißt, er kriegt hier eine Masse Damage von Banshees. Und das heißt, mein Mitschreiter wird hier auch ein bisschen was verlieren. Weil zu lange die Züge angegriffen worden sind. Also, ne? Man hätte hier so ein bisschen Focus-Damage machen müssen. Das war jetzt schon eine Menge Damage, die seine Einheiten gekriegt haben. Aber das ist in Ordnung. So, gehen wir mal auf nichts. Jetzt sehen wir hier den Zug. Das ist richtig, richtig viel. Und ich habe noch nicht mal viele Zombies. So, wenn wir da wieder hingehen. Ich setze jetzt also nach wie vor Bunker, Bunker. Ihr seht aber auch, das ist meine Sicht jetzt. Also das ist die Spielerkamera. Ich bin nicht beim Kampf. Bin ich nicht. Brauche ich nicht sein. Ich kann den Psyamitte auf der Minimap verschieben. Und das funktioniert dann ja auch. So, und der Zug wird gleich sterben. Ohne Probleme auch. Also ich mache am Ende, glaube ich, 110.000 zu, weiß nicht, 50.000, 60.000. Irgendwie in dem Dreh Damage. So, jetzt laufen meine Einheiten weiter und weiter und weiter. Und ihr seht, dass sie überall langlaufen. Ne, weil ich die auch ein bisschen verteile, laufen die halt an verschiedenen Stellen rum. Und bald sind sie 3-3, dann werden die natürlich nochmal eine ganze Ecke stärker. Die Map ist nicht klein, deswegen haben die meisten aus den Bunkern auch gar nicht mehr so unendlich viele Lebenspunkte, wenn sie denn ankommen. So, jetzt müssen wir den Psyametter wieder verschieben. Wir haben da oben jetzt eine Wave. Ich muss jetzt mit den Queens wieder so ein bisschen was machen, dass ich halt genug Detection habe. Ich habe ein bisschen überproduziert bei Queens. Das sind 7 Stück, das braucht man nicht. 3 Tanks, ja. Jetzt kommen nochmal 2 Kasernen dazu. Das ist einfach so der Notfallbutton. Ihr seht jetzt halt überall verseucht, also Ereignis festgestellt, taktischer Nuklearschlag, taktischer Nuklearschlag. Der trifft aber nie, weil die Tanks in Kombination hier alles aufräumen. Es wäre sehr, 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 sehr schön gewesen, muss ich sagen, wenn mein Protoss-Mitstreiter hier an dieser Stelle durchaus auch mal nicht ganz verkehrt Cannons gebaut hätte, zumindest an einem Aufgang. Ne? Weil Stukov P3 ist da nicht so geil drin, das zu machen. So, jetzt kommen noch mehr Bunker. Immer wieder. Nach und nach. Nach und nach. Ne? Nichts Wildes. Und ich baue die überall. Überall da, wo ich Platz habe, baue ich Bunker. Nicht in einem riesen Block, sondern halt hier ein paar, da ein paar. Weil ich auch möchte, das ist nämlich auch so ein Trick an der ganzen Geschichte, die sollen aus verschiedenen Richtungen laufen. Die sollen aus verschiedenen Richtungen kommen und aus verschiedenen Richtungen laufen, damit die sich halt nicht überall blocken und die ganzen Passes nicht so schlimm sind. Hier sind die Queens wieder am Start. Meine Queens machen also wieder nichts anderes als Detection zu verschaffen. Ich habe also nicht nur 2-3 Overseers, also hier zum Beispiel gegen die ganzen Vikings und gegen die ganzen Battlecruiser wären die halt ziemlich schnell abgeräumt worden, die Overseers. So sind meine Queens in meiner Base. Die sind safe, was soll ihnen passieren? Jetzt fahre ich mit dem hier nochmal rüber, clean nochmal den Bereich des Bonus, weil was soll ich damit machen? Und was ich jetzt halt mache,
Das kann ich dann auch mal zeigen. Ich setze weitere Bunker, auch alles easy. Immer hier schön mit Lücke dazwischen. Ich habe jetzt den Psyametern hier hingesetzt. Einfach mittig. Das heißt, die von hier oben laufen diesen Weg, die von hier unten laufen diesen Weg. Das heißt, es wird ja an zwei Fronten angegriffen. Und jetzt seht ihr halt auch, wie schnell hier gleich alles einfach weg ist. Ne? Die Nuklearschläge, die hier seht ihr, war ein Brütling. Da schafft es dann am Ende doch keiner hin. Ich muss mal gucken, nein, hier kommt keiner. So, und jetzt haben wir hier den Psyametern und die Base ist aufgeräumt, weil von allen Seiten kommen die Zombies. Die leben nicht sonderlich lange, die sterben, das ist egal. So, die Wave, die fangen wir ab. Dann können wir das ja auch mal begleiten. So, die treffen gleich aufeinander. Ich habe wieder mit den Queens ein bisschen Detection verschafft. Deswegen werden gleich die Banshees sichtbar werden, weil halt gleich Detection kommt. Bis dahin etwas nervig. Aber ihr seht hier, was hier an Masse kommt. Okay, jetzt war er da. Also, ihr seht ja diesen Okular-Symbionten. Auf ein paar Einheiten müsste der gleich sein. Da haben wir eine zum Beispiel, ne? Detektoreigenschaft. Da. In gehörten Sichtraus und kann getarnte und eingegrabene Einheiten aufdecken. Das ist eine sehr, sehr geile Fähigkeit. Und zwar geht es hier um, verleiht einer verbündeten Einheit 180 Sekunden lang Detektoreigenschaften, mit der sie getarnte und eingegrabene Einheiten aufdecken kann und erhöht ihren Sichtradius um 5. Also so ein kleiner Zombie hat einen richtig, richtig großen Sichtradius. Das ist schon ziemlich cool und der ist halt auch ein Detektor. Jetzt müssten die Queens bald wieder aktiv werden. Ja, um halt ein bisschen Detection zu verschaffen. Hier seht ihr zum Beispiel, da war wieder ein Ghost. Das überlebt der Ghost nicht. So, jetzt habe ich hier wieder ein paar zu Detektoren gemacht. Und wenn wir uns den hier dann angucken... Ja. Ah, den triffst du natürlich. Ja doch, ich habe ihn getroffen. So, der ist das halt, der hat einen riesen Sichtradius. So, das ist eine kleine Zombie-Horde, ne? Das ist noch nicht mal riesengroß. Hier ist der kleine Detektor unterwegs. Und den verfolgen wir jetzt auch die ganze Zeit und dann seht ihr, was hier einfach an Masse auch kommt. So, der Psyametern liegt gar nicht mehr hier in der Nähe beim Zug, sondern das clean die jetzt so nebenbei, sondern wir haben den jetzt hier unten. Der Tank wird lange nicht angerührt. Das ist bitter, weil der hier natürlich ganz schön Damage macht. Der räumt hier gut ab, aber ihr seht auch hier, das ist richtig, richtig viel. Und wenn wir jetzt mal gucken bei Gebäuden, ach Quatsch, das ist es nicht. Ich weiß tatsächlich leider gerade nicht aus dem Kopf. Ah, gut. So, was haben wir denn jetzt an Bunkern? 21 Stück. Ne, das ist nicht sonderlich viel. Das ist tatsächlich nicht sonderlich viel. Aber wir kommen jetzt halt super klar. Wir haben jetzt auch schon die letzte Wave erreicht. Wir haben Detection. Hier sind Banshees abgeräumt worden. Das heißt, wir haben Detektoren. Da kommt jetzt wieder ein Detektor angelaufen. Also immer mal wieder im regelmäßigen Tonus. Und das hier dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. So, weil hier sind einfach wahnsinnig viele Einheiten. Und auch richtig, richtig schön viele Starkeinheiten. Und die Ravens. Das heißt, was ihr hier seht, das ist Masse Damage. Die Vikings sind gelandet, das war natürlich ihr Todesurteil. Die halten eine Menge aus, aber jetzt sehen wir es halt auch. Ein bisschen Stotterwalken gleich mal und dann ist das auch ganz schnell erledigt. So, hier mal ein bisschen Platz machen, da mal ein bisschen Platz machen. Stotterwalken, nicht mal besonders schnelles Stotterwalken, easy. So, und jetzt laufen wir wieder nach hier unten. Mein Mitschreiter ist schon da, das heißt, hier hole ich mir den Apokalisten und den Zug. Also diese Welle, die fängt er eigentlich ziemlich alleine ab. Killcount-technisch waren wir auch gar nicht so unglaublich weit auseinander. Ich war ein Drittel mehr irgendwie in dem Dreh. Ne? Hier klar, auch die letzte Wave hat natürlich immens bei ihm geholfen. Was wir jetzt halt auch machen können, ist, ich habe ja noch die Bunker. Die hole ich mir, die Tanks, die hole ich mir jetzt auch. Weil die machen ja einen Doppeldamage. Die haben ja einmal den Angriff über die Explosiven. Das passt auch alles soweit. Ne, 6 instabile Biomassen hat er noch. Sehr, sehr geil. Das ist Stukov. Und wenn man jetzt mal, ich muss mal ein bisschen zurückspulen. Ich muss mal gucken, ob das trotz meines Videos, also ob trotz meines Fensters geht, dass wir da einmal reingucken. Ich sehe das ja nicht ganz so wie ihr, sondern ich sehe das ja so ein bisschen durchgängig, durchsichtig. Und dann wollen wir mal auf Einheiten gehen. Ne? So, sehen wir das? Ja, wir sehen das so halb, also wir sehen die Zahlen leider nicht. Ne? Also ich habe jetzt aktuell, ich sehe es gerade noch so, wir haben 154 verseuchte Soldaten, das sind die aus den Bunkern. Wir haben 3 verseuchte Belagerungspanzer, 49 WBS, 106 verseuchte Zivilisten. Das sind die aus dem Koloniegebäude und wir haben halt nochmal 40 verseuchte Space Marines. Die habe ich hier aus den Kasernen gebaut, weil die halten 120 Sekunden. Das macht halt den großen Unterschied. Ne? Die Boys hier halten wie lange? 90 Sekunden? Nee, explosiver Verseuchter. Die halten auch 90 Sekunden. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
Verseuchte Allzweckinfanterie bleibt 120 Sekunden lang bestehen, genau 30 Sekunden aufgrund der Lebenszeiterhöhung. Es besteht eine Chance um 15%, ja, das haben wir auch. Also die halten 120 Sekunden und die aus den Bunkern, dann müssen wir mal gucken, haben wir hier irgendwo einen, das wird einer aus dem Bunker sein, ein verseuchter Soldat, der hält nicht ansatzweise lange, der hält 60 Sekunden und ja, gut. Da, verseuchte Space Marines nochmal, die halten dann natürlich auch wieder 120 Sekunden. Also, ne, die aus den Bunkern halten nur halb so lange. Deswegen habe ich immer ganz gerne so ein paar Kasernen und fülle supply-technisch nicht komplett aus, weil ich dann halt einfach wirklich wie so ein, ich habe ja drei Cordons, die defensiv, defensiv einsetzen kann. Das ist ja der Apokalypse, die Alexander und natürlich auch die Gebäudeverseuchung. Aber nur der Apokalypse und die Alexander machen was gegen Luft. Der Apokalypse ist nicht wirklich gut gegen Endgame Waves, was Lufteinheiten angeht. Hier gegen Sky Terran definitiv nicht. Und die verseuchte Gebäudeverseuchung macht da halt auch nichts. Deswegen hilft es dann hier in diesem Fall, ich sag mal, 2, 3, 4 Kasernen zu haben, weil das wie ein zusätzlicher Cooldown ist. Ne? Ich habe die dann hier drauf liegen, ich kann da draufklicken und jetzt aktuell habe ich 26 habe ich noch drauf, aber ich kann halt, wenn ich jetzt 150 oder 140 Supply habe an Bunkern, dann habe ich halt immer noch einen 50, 60 Supply Button, der mich natürlich auch mit rein kostet. Ne? Und am Ende eines so langen Spiels, 23 Minuten 33, habe ich gerade mal 3515 Minereien, was natürlich daran liegt, dass die Bunker so abartig teuer sind. Darüber brauchen wir nicht reden. Also ich habe jetzt in diesem Fall 21 Bunker. Das ist 6 mehr, als ich normalerweise bauen will. Ich baue normalerweise 3 5er Gruppen. Das sind 15. Und mit 15 habt ihr mehr als ausreichend. Gut, Leute, das war mal Slukov P3. Ihr seht hier unten schiere Massen. Ne, also was hier überall auf der Map, das ist unglaublich. Ihr habt wieder eine richtige Zombie-Armee. Das macht auch wieder richtig Spaß. Die Queens, oh Gott, ich bin ein riesen Fan von denen. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nö, ich spiele lieber Overseers. Ich spiele sie unglaublich ungern, die Overseers bei Slukov, weil ich halt alles nur auf dem Boden habe, aber das habe ich schon erklärt. Und hier, wir haben Unmengen. Wir haben Unmengen an Einheiten. Also wenn wir jetzt auch auf Einheiten gehen, nein, das ist es nicht, ich hasse es. Units. So. Das hatte ich ja gesagt, 154 Soldaten plus 106 verseuchte Zivilisten, damit sind wir schon mal bei 260 Units, hier sind wir dann bei 300 Einheiten. Also wir haben 300 Fußsoldaten plus 3 Tanks plus 7 Queens plus ein Apokalypse, gerade jetzt aktuell. Ne? Und wir haben trotzdem 49 Bunker gebaut, also wir sind trotzdem überall full saturated. Mein Mitschreiter hat Alarak, Mutterschiff, 4 Aggressoren, Zerstörer, 18 und 20 Heloten, das war's dann. Auf jeden Fall, war ein guter Mitstreiter, hat Spaß gemacht mit ihm zu spielen, er war ja irgendwie immer doch dann, also er war ja immer irgendwie da, gegen Sky Terran, mutige Geschichte, gegen die Anzahl der Ravens, ihr seht auch, ne, das ist 18, so spät im Spiel, ist nicht der Burner, wenn wir mal hier drauf gucken, 151 Supply, also er ist nicht mehr ausgemaxt, er hat hier definitiv einiges verloren, aber alles gut, absolut alles gut. Alles klar, Leute, das war Slukov P3, ich finde den großartig, kann ihn nur empfehlen. Slukov zu leveln ist echt ätzend und dauert halt auch mega, mega lange. Gefühlt, aber wenn man ihn dann erstmal hat, macht er Spaß. Alles klar. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.